Lege dich auf den Rücken. Füße fallen locker nach außen. Handflächen zeigen nach oben. Ziehe mit der nächsten Einatmung deine Füße zu dir heran und stelle sie so dicht wie möglich an dein Gesäß. Du kannst dir für diese Übung auch einen Block nehmen und diesen an deinem unteren Rücken in Steißbeinhöhe ablegen. Falte deine Hände ineinander und drücke die Arme als Hebel in die Matte. Presse auch deine Fußsohlen kräftig in den Mattenboden, schiebe dabei dein Becken nach oben und schließe deine Augen. Spanne mit jeder Einatmung deine Beckenbodenmuskulatur fest an und löse sie mit der Ausatmung. Die Brücke. Setu Bandhasana. Atme ganz langsam, tief und bewusst. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein rechtes Knie zu dir heran und lege deinen rechten Fuß über deinen linken Oberschenkel. Schiebe dein Becken weiter nach oben und presse den linken Fuß fest in den Mattenboden. Denke an die Beckenbodenmuskulatur und drücke auch die Arme weiter fest in die Matte. Versuche mit jeder Ausatmung dein rechtes Bein mehr zu entspannen und das rechte Knie sanft Richtung Boden gleiten zu lassen. Diese Variation von Setu Bandhasana öffnet zusätzlich die Hüfte und entspannt die Leisten. Atme ruhig und tief. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung und stelle deinen rechten Fuß wieder neben deinen linken. Spüre die Öffnung im Brustkorb und lasse deinen Atem durch deinen ganzen Körper ziehen. Nacken, Stirn und Kiefer sind ganz entspannt. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein linkes Knie zu dir heran und lege deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Atme tief in die Dehnung und versuche auch auf dieser Seite mehr und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Genieße die Kraft in dir und atme tief und bewusst. Löse mit der Ausatmung die Stellung und komme zurück in die Brücke. Wenn du einen Block verwendest, löse nun auch diesen und lege ihn neben dich. Falte die Hände noch einmal ineinander, schiebe dein Becken so weit wie möglich nach oben und stelle dich auf deine Zehen. Setu Bandhasana dehnt die Wirbelsäule und stärkt die gesamte Bein-, Rücken- und Gesäßmuskulatur.
Bei regelmäßiger Praxis stellt sich ein tieferes Bewusstsein für die Wirbelsäule ein und Verspannungen lösen sich schnell. Auch fördert die Brücke die Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen und hat eine sehr erfrischende und belebende Wirkung auf den ganzen Körper. Senke die Füße, löse jetzt die Hände, strecke die Arme leicht seitlich, Handflächen zeigen nach oben. Rolle mit der nächsten Ausatmung deinen Oberkörper ganz langsam Wirbel für Wirbel ab. Lasse deine Beine wieder in die Entspannungshaltung ausgleiten. Füße fallen locker nach außen. Halte deine Augen noch einen Moment geschlossen und bringe deine Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule.